Hallo, ich bin die Griseldina und eine junge bildende Künstlerin aus Salzburg. Kunst habe ich eigentlich schon von der Kindheit mitbekommen. Mein Vater hat halt damals, wie er eingewandert ist nach Österreich, wie er noch jünger war, versucht auf den Straßen seine Skizzen zu verkaufen. Ich glaube, dass auch viel unterbewusst ich immer die Frauen als genau starke Motive gesehen habe oder als Inspiration, weil meine Mama halt immer Vorbild war für uns oder für mich speziell. Und sie war doch alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern. Ja, einfach diese ganzen Emotionen, die eine Mutter von der Schwangerschaft bis die Kinder erwachsen sind, einfach verarbeitet oder fühlt, dass ich das eben also figurativ auf meine Kunst übertrage und auch mit bestimmten Farben oder Liniensetzungen als Motiv dann zum Ausdruck bringe. Man kann halt durch Farbe auch viel den Betrachter einholen in die Kunstwerke. Und deswegen versuche ich bei starken Motiven viele kräftige Farben zu verwenden. Und dann halt eben bei Motive, wo ich sage, okay, da geht es jetzt mehr um das Sinnliche oder eher mehr um das Verarbeiten, dass ich dann halt eher zu Erdtönen greife oder halt zu erdigen genau Farbpaletten, weil das dann halt eher die Kunst ist, wo ich dann halt eher so meine Ruhe einbringe oder halt so meinen Schmerz oder genau einfach diese Gefühle reinbringe. Ich finde, dass in jedem Kunstwerk, was ich erschaffe, wirklich viel von mir selber dargestellt wird oder dass ich das halt präsentiere. Ich glaube, ich habe unbewusst den Löwen genommen oder den Adler viel, weil es mir halt immer Mut und Stärke gegeben hat. So richtig Kunst mache ich jetzt wieder seit dem Lockdown. Da habe ich halt die Kunst wieder für mich gefunden, in der Zeit, wo es halt wirklich still war in der Welt. Also meine persönlichen Ziele, die ich mit meiner Kunst erreichen möchte, ist hauptsächlich, dass ich für andere Kreative eine große Inspiration bin. Dass ich halt sage, okay, wenn ich es mit der Kunst geschafft habe, dann schafft sie es auch. Meiner Meinung nach wird ein Bild erst zum Kunstwerk, wenn das Kunstwerk den Betrachter berührt oder wenn man sie wirklich identifizieren kann mit einem Motiv. Und vor allem mit dem Hintergrund von dem Motiv. Also wenn man jetzt wirklich auch weiß, warum der Künstler oder die Künstlerin genau die Farbsetzung genommen hat oder dieses Gefühl auf Leinwand bringen möchte und man sich selber dann damit identifizieren kann, ist es für mich dann wirklich Kunst. Also wenn man wirklich den Betrachter oder die Betrachterin damit berührt.